Hallöchen Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Vampire Survivors in Version 032b geht es weiter, es gab wieder ein neues Update, wir haben 5 neue Achievements, einmal 10 Minuten mit Pugnala überleben, freischaltet uns Vierer, der Tufello und 15 Minuten Pugnala gibt es dann 8 Despairers, das sind wahrscheinlich Waffen, oder denke ich. Was haben wir denn noch? Find and open a coffin in the Mad Forest, das heißt wir Mad Forest spielen, fill 50 entries in the collections. Dann gibt es Banish dafür. Und Evolve and Unit, Fio und 8 Despair. Okay, es sind also Waffen, perfekt. Power-Ups gibt es nichts Neues. Und wir haben in der Collection natürlich hier die Waffen. Ne? Einmal die eine Waffe, die andere Waffe und dann entsprechenden Evolve dafür. Und dann etwas, was wir beim letzten Mal, glaube ich, noch nicht gefunden hatten. Und dann würde ich sagen, einfach mal just for fun werden wir mit Pascalina, denke ich, spielen. Denn mir wurde nämlich gesagt, dieses Candelabrador, was hier... was ich immer nicht gerne bei der King Bible benutzt habe, weil es immer eine höhere Range hat, sorgt dafür, dass zum Beispiel auch der Rune Tracer größer wird. Auch sehr spannend tatsächlich. Jetzt die Frage nach Pascalina oder nehmen wir Porta oder nehmen wir doch Mortaccio, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Mehr Projektile alle, 20 Level, maximal plus 3, ist halt echt nicht uncool. Cavallo halt auch mit denen. Ich hab Bock auf Mortaccio. Let's go. Und im Mad Forest. Wo ist der Mad Forest? Da ist der Mad Forest. Im Hyper machen wir auf jeden Fall. Oh, hier gibt es gar keinen Bonus. Ach doch, ah, guck mal, hier steht es jetzt links. Ah, guck mal, Timelit haben wir da auch. Sehr interessant. Aha, und Timelit habe ich hier von 15. Genau. Cool, das steht jetzt da drüben. Das ist natürlich auch sehr nice. Nice. Ja, der entspannte Anfang wieder, wie ich ihn mag. Dum, 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 dum. Naja, Songbänder mag ich nicht. Warum mag ich Songbänder? Songbänder sind sich schon... schon interessant, aber ich glaube, wir nehmen Magic Wands noch mit. Songbänder bin ich jetzt irgendwie gerade nicht so ein Freund von. Auch wenn das natürlich viel einfacher wäre, mit Songbänder zu spielen, gerade wenn du halt hier kleinen Fledermäuse hast. Aber bin ich dann doch nicht so ein Fan von Songbänder. Ich habe schon wieder allerdings vergessen. Naja, wir gehen da schon wieder hin, Mann. Mortaccio ist einfach nur für viel Spam bekannt. Genau wie Cavallo. Ah ja, ich muss natürlich auf die Map gucken. Da ist der Coffin. War ja natürlich auch unser Ziel, ne? Dass wir... Aber ich glaube tatsächlich, wir sollten erstmal ein bisschen farmen, ne? Denn es hat wenig Sinn, jetzt dahin zu laufen, wenn wir dann wieder viel zu schwach sind. Muss ich kurz sagen. So, kurz rausgekramt. Der Attractor mit Center Water Hollow Heart mit... mit der Whip und Knife. Wofür bräuchte man das? Ein Bracer. Da würde ich vermutlich einfach unter Checked Op gehen, oder? Da muss ich nicht mehr so weit latschen. Das ist schon sehr praktisch. Ich will die kleinen Fledermäuse haben. Ein Double Care, das ist natürlich wichtig. Okay. Nehmen wir natürlich mit. Hier steht das sogar da. Das ist natürlich geil. Okay, aber vermutlich erst hoffentlich, sobald man das einmal. Achso, aber nur wenn man die Waffe hat. Okay. Hoffentlich erst, sobald wir es einmal erst entdeckt haben und man das vorher erst wirklich herausfinden muss. Alles andere wäre sonst nicht mehr ganz. Nein, nicht ganz so spannend tatsächlich. Tatsächlich bin ich erstmal für den Magic One, ehrlich gesagt. Der ist ein bisschen präziser als die Bones. Auch wenn die natürlich helfen, wenn wir eingekesselt werden sollten. Aber gerade irgendwie finde ich, dass die Magic Ones ein wenig mehr Funktion haben. Wir haben ja auch 3 Knochen, ist ja nicht wenig.
Aua. Ich glaube auch die... okay. Base Area bedeutet wahrscheinlich aber auch die Knochen, alles wird größer, ne? Und die Äxte treffen halt mehr. Ist mir halt noch nicht wirklich aufgefallen, tatsächlich. Na, da haben wir doch schon mal eine gute Basis hier. Vielleicht noch ein paar... Wie sieht's aus mit den Wings? Gibt's hier keine, okay. Ein Hollow Heart, habe ich das jetzt schon? Habe ich noch nicht. Okay, perfekt. Wir können alles noch kriegen, ist doch super. Müssen wir natürlich darauf achten, was ich hier rumliegen habe, dass ich das mitnehmen kann. Eine Armor, nö. Keine Labrador, let's go. Ich weiß halt echt nicht, ob die größer werden. Es kann sein, dass die Äxte größer sind. Und mehr treffen eventuell. Sehe ich tatsächlich gerade gar nicht. Aber es soll wohl nicht so schlecht sein, dieses Item. Mich hat es natürlich immer mit der King Bible genervt. Weil da natürlich dadurch ein paar Gegner reinkamen und das halt irgendwie nicht so schön ist. Aber muss nicht immer so sein. Hallöchen. Unser Schaden müsste mal erhöht werden. Schon wieder? Gibt's ja keine Kisten mehr? Alle Kisten deleted. Wollen wir erstmal die Bones erhöhen? Ah, ich werde mich ein bisschen rumkämpfen hier, bis wir das nächste Level abhaben. Haben wir gleich schon. Double Cat up. Ein paar Gespenster sind dabei. Ja, let's go, verbessern wir ein bisschen die Knochen. Und würde ich sagen, wir haben schon eine gute Schadensbasis, dass wir uns langsam auf dem Weg zum Coffin machen. Unser Ziel, diese Mission. Wir messen ein bisschen was mit, was hier alles noch rumlag. Oh, nice, ja. Ja, hier ist auch noch ein paar Kronleuchter hier, ein paar Fackeln. Gut, dann lass uns loslaufen. Und auf dem Weg natürlich alles einsammeln, was geht. Wir haben ja mittlerweile einen guten Schaden, dass wir alles zerstören auf dem Weg dahin. Kingbärme mag ich nicht. Jetzt brauche ich die King Bible. Spellbänder. Oh, so, ein weiterer Weg noch bis dahin. Na gut. Oh, Hallöchen. Du schon. Und kurz mal uns hier hinstellen, damit die Knochen immer wieder hin und her bouncen. Perfekt. Eine Axt. Eventuell könnte ich mir vorstellen, dass die Kisten jetzt nur noch von diesen Bossen gedroppt werden. Aber zweimal hintereinander von der Fledermaus sowas Rotes zu kriegen, ist schon sehr, sehr suspekt, ne? Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass sie da vielleicht was geändert haben an der Kistenmechanik. Dass man vielleicht nicht mehr so viele kriegt. Oder vielleicht am Anfang nicht. Wer weiß das schon. Ach, lass uns weiterlaufen. So ein Spinat holen wir zum Ende. Ja, ist schon wichtig. ...13 Sekunden noch bis zur nächsten Stage. Null. So, ja, kommt auch nicht viel, ne? Ein paar mehr Gegner, aber... verkraftbar. So, dann haben wir Level 7 mit. Ein Stück haben wir noch. Da müssen wir erstmal wieder ein bisschen XP farmen. Denn wir sind gar nicht mehr so gut drauf hier. Wir haben wenig Schaden. Ui. Oh, schon wieder. Okay. Na, schon wieder einen roten statt der Kiste. Sehr, sehr merkwürdig. Ich denke tatsächlich, dass wir vielleicht von sowas keine
keine Kisten mehr kriegen können. Von so normalen Champions. Meine Vermutung. Kann mich natürlich auch irren. Aber ich meine, dreimal hintereinander. Nur ein rotes. Ist zwar auch nicht verkehrt. Um einfach schnell ein Level zu kriegen. Aber in den Kisten hast du halt, wenn du Glück hast, halt ein bisschen mehr drin, ne? Bis zu 5 Items. So, dann lass uns zum Koffer laufen. Direkt über mir. Müsste auch wieder Gegner da sein, ne? Also sehr offensichtlich eigentlich. Wo ist er? Verschwunden. Clover können wir finden, ne? Das hat man schon rumliegen. Ah, ist gut, dass wir die Bones haben. Die bouncen ganz gut ab, ne? Gerade wenn wir sie hier reinpacken. Zack, zack, zack. Let's go. Aber macht noch zu wenig Schaden. Brauchen wir nicht den Spinat. Erst die Wächter killen, dann dürfen wir uns den Inhalt mitnehmen. Super Saiyajin! Thank you, Mortachio, but the vampire is in another coffin. Dafür kriegen wir hier Pugnala Provola. Hat das Überleben betreten. Okay. Jetzt ist nur noch ein bisschen chillen. Garlic. Nehmen wir Garlic mit? Nee, ne? Denke nicht. Na du kleine Fledermausch, wie geht's dir? Lass mich doch näher kommen. Komm her. Dann lassen wir uns, schon wieder, tatsächlich, die droppen alle nur noch rote. Faszinierend auf jeden Fall, ich weiß nicht warum. Interessant auf jeden Fall, ich habe irgendwo mal ein rotes verpasst scheinbar. Ist auch nicht verkehrt. Ich brauche allerdings den Bracer noch für meinen Knife. Ne, Knife habe ich gar nicht, ein Wand, was ist denn der Wand? Empty Tome haben wir schon, okay, cool. Ah, lass uns Werber mitnehmen. Ja, meinetwegen auch. Alles cool, dass es angezeigt wird. So, dann runter. Die Wings hätte ich mir gerne noch mitgenommen. Aber es gab relativ wenig Zubehör, fand ich. Ziemlich viele Waffen, aber wenig Zubehör. So, und er checkt ob. Naja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Viel wird nicht mehr rumkommen. Das meiste haben wir schon gesammelt. Mal wieder ein kleiner Boss, der sich uns entgegenstellt. Mit einer Kiste natürlich. Aber auch da wieder nur ein Item. Aber 145 Gold ist okay. Wir haben, glaube ich, noch irgendwo einen Clover, ne? Den müssen wir auf jeden Fall auch noch einsammeln. Bis dahin. Das ist egal. So, da haben wir das erste. Darf ich doch gar nicht. Ich bin doch ein Trottel. Jetzt ist eh verkackt. Ich muss doch warten. Nicht dämlich. Ich bin noch ein Dämel. Jetzt ist es egal. So, hier muss das zweite drin sein. Ne, doch nicht. Ein Stück weiter noch. Hätte ich doch mal ein paar Sekunden noch gewartet. Mensch. Ungeduldig, wie ich bin. Na cool, wir können stehen bleiben. Ein paar Zombies killen. Skelette. Keine Zombies. Komm, viele von euch. Wann hört er dann auf? Diese Riesenmassen an Gegnern, der ist schon irre, ne? Aber auch perfekt, können wir weiter eben rufen.
Rotes. Ich kann die sogar auf ein höheres Level bringen, wenn ich die upgrade. Kann ich die auf Level 6 bringen? Aber auch interessant. Lass uns einfach probieren. Jetzt habe ich auf Level 3. Zwei Level bräuchten wir noch. Ob ich ihn auf 6 bringen kann dadurch. Wenn ich denn mal die Option kriegen würde, das zu skillen. Wie viele Rote sind hier die ganze Zeit? Perfekt. Da auch wieder ein gesammeltes. Evo wahrscheinlich, oder? Ein Holy Wand. So sieht's aus. So. Wir sind gleich dort. Wir wollen es aber erstmal auf 5 bringen. Bleiben mal kurz in der Nähe stehen, aber. Werden warten. Werde ich auch noch. Könnte man noch optimaler das ausnutzen. Viele Gegner. Sehr schön. Ah, Knochen ist wichtig, ne? Also hier war Knochen wirklich gut. Bei dieser Masse an Gegnern, die ja kommen, bouncen die halt immer wieder automatisch zurück und wir werden geschützt. Sehr, sehr praktisch. Nun können wir stehen bleiben, passiert nichts. Weil die Gegner einfach durch die Knochen immer wieder ein kleines Stückchen zurückgestoßen werden. Sehr wichtig. Genau, schön von allen Seiten kommen, damit hier keine Lücke ist, damit die Bones immer wieder zurückbouncen. So muss es sein. Oh, da haben wir noch einen kleinen Werwolf-Boss. Wir haben jetzt zwei Kisten hier rumliegen. Wir, glaube ich, müssten mal ein bisschen was einsammeln, ne? Sonst könnte es schwierig werden mit Überleben. Wir müssen den ganzen Stuff mal einsammeln. Um einfach aufzuleveln. Ich weiß gar nicht, woher das Zeug liegt, wo alles gesammelt ist. Wo muss diese Kugel sein? Eine rote wahrscheinlich. Da ist eine. Vielleicht ist sie das. Ja, das war sie. Perfekt. So, lass uns die Axt evolven. Zur Death Spiral. Nochmal perfekt in Kombination mit dem Bone, um die Gegner noch weiter wegzustoßen. Nächste wird ein Fire Wand sein, oder? Und Spinach müssen wir auch noch, ne? Ist ja auch wichtig gewesen. Haben wir Spinach? Haben wir schon, Max? Nice, perfekt. Okay. Da ist unser Hell Wand. Hell Wand hieß es, glaube ich. Hellfire, Hell Wand. Spellbinder, perfekt. Level 2. Unser Lightning Ring. Fire Wand. Oh, ich dachte, das ist das Evolve-Ding schon. Haben wir es noch nicht gemaxt? Ach, das ist der Double. Ah, lol. Wir haben das gerade auf Level 1 gehabt. Und wir haben schon so viele rausgehauen. Weil wir natürlich Mortatio haben, ne? Und Duplicator. Okay, das war Level 1 gerade mal. So, die Frage ist, kann ich das mitnehmen? Da sind sie doch, die Dinger. Perfekt. Level 6 tatsächlich, aber es bringt mir scheinbar nichts, oder? Nee, okay, also das bringt tatsächlich nichts. Level 6 hat keine Auswirkung, keine plus 10%. Da steht ja auch maximal plus maximal 50 oder so. Und da haben wir den Lightning Ring Duplicator, ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß. Ein Thunderloop, okay. Ah, ich glaube, den Rest habe ich keine Lust zu holen. Das ist zu lange. Das dauert zu lange bis dahinter. Und da bin ich dann doch eher ein genüsslicher, entspannter Typ. So, Center Water werden wir erstmal verbessern, damit wir es auch evolven können. Und da, glaube ich, steht unserem Level 30 Minuten Run nichts im Weg. Ja, dann werden wir ein bisschen farmen.
So, wir haben einige Minuten vorüber. Dann würde ich sagen, sammeln wir doch mal einfach das ganze Zeug ab, was hier rumliegt. Müsste ja bestimmt so 10, 15 Level sein, denke ich. Wenn wir auch mal das finden, was hier alles gesteckt hatte. Haben wir auch noch hier, ne? Ich glaube hier. Center Water. Center Water. Center Water. Center Water. Center Water. Das ist wichtig gewesen, ne? Das zum Weiteren ist das schon wichtig gewesen. Spellbinder Attractor, aber ich glaube, wir können einfach durchmachen. Okay. War etwas doch mehr als ein 15 Level, glaube ich. So, lass uns kurz evolven. Und einmal das Center. Das ist kein Center Water, das ist das Hellfire. Oder Hell Wand. Und wir haben ja noch eine Kiste da hinten. Da. Da nehme ich jetzt mein Center Water. Da ist es. Ne, Elbora. Labora. Elbora, Labora. Labora. Und noch eine Kiste. Hall. Und ein Coinback. Der sieht aber ein bisschen anders aus, ne? Die haben auch ein paar Grafiken auf jeden Fall ein bisschen angepasst. Ich finde, der sieht schöner aus. Ja, der Rest ist jetzt einfach nur noch Abfarmen die letzten 8 Minuten. Sollte auch nichts Problematisches sein, deswegen werden wir mal stehen. Und sammeln später alles ein. Mann, 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 hier geht's ja ab, ey. 3 Kisten liegen hier rum, wahnsinnig viele Gems. Mal gucken, wo hier der Rote ist, der alles gesammelt hat. Und 2 Kisten. Hey, wieder eine Goldpack, wer hätte es gedacht? Ah, wichtig, ne? Wir müssen ja einen neuen Char freischalten. Und dafür brauchen wir natürlich ein wenig Gold. Auch wenn es natürlich keine 2500 sein werden. Hoffe ich. So, wo ist das rote Ding? Aber alle weggenudelt hier. Und ein kleines anderes Bag. Also ein Bag. Ich habe jetzt seit 6-7 Minuten lang nur Gegner gefarmt. Irgendwo muss ja hier eine Kugel sein, die mir 50 Level bringt wahrscheinlich. Aber ich sehe keine. Ich sehe nur, dass es extrem ruckelt. Na gut, dann halt nicht. Fällt hier schön ums Gold. Aber wenn ich es hier nicht finde, dann finde ich es hier nicht. Wir kriegen hier durch die noch ein paar Levelchen. Alter, was sind das hier? FPS-Drops? Holy shit. Eieieiei. Das ist schon ordentlich. Hier kommen ordentlich Gegner. Die werden wahrscheinlich gar nicht mal nachgeladen am Rand, ne? So viele wie einfach sind. So viele sieht es eigentlich gar nicht aus. Oder? So viel sieht es echt nicht aus. Aber es ruckelt ungemein. Alter Schwede. Na gut, gerade wenn wir in die Exons so durchgehen, ne? Schauen wir uns das doch ein paar mehr Gegner als sonst. Dann, ist das ein bisschen schwieriger. Sobald wir aber das Level-Up-Fenster haben, ist erstmal wieder kurz okay gewesen. Aber hier leuchtet zu viel, glaube ich. So, dann haben wir das auch geschafft. Oh, der hat mich aber schnell gekillt. Ich hatte nicht mal eine Chance, hier die ganzen Dinger einzusammeln. Gut, wir haben Pugnala freigeschaltet. Und wir haben 50 Entries in der Collection drin. Und damit haben wir Banish freigeschaltet. Was auch immer Banish ist. 6,1 Millionen Death Spiral und 8100 hat Hellfire an DPS gemacht. Coolio. So, damit haben wir das erledigt. Und wir werden jetzt erstmal sie freischalten, bevor ich wieder den gleichen Fehler mache, dass ich kein... ist aber doch teuer. Plus 1 Might every Level. Jedes Mal 1% mehr Schaden, ja. Das soll aber interessant werden. Cool, cool, cool. Ja, guck mal, ich hab die Dings geändert auf jeden Fall. Die Coins sehen anders aus. Und das Little Clover sieht auch ein bisschen anders aus, finde ich. Und die beiden hier sehen ein bisschen anders aus.
Haben ein bisschen an der Grafik rumgeschraubt. Okay, cool, Leute. Dann würde ich sagen, ich glaube, wir haben sonst nur noch diese charaktergebundenen Dinger, ne? Ja, die Waffen brauchen wir. Und wir haben jetzt diese beiden anderen Waffen noch, ne? Genau, wir müssen überleben. Okay. Na, wir müssen erstmal überleben, damit wir diese die Dings freischalten, die Waffen. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, seid in der nächsten Folge wieder vom Vampire Survivors. Danke fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.